Heute geht's um Bitwig Studio 2 und wir wollen uns einmal ein neues Projekt anlegen und dann die ersten Schritte unternehmen, zum Beispiel eine MIDI-Datei in Bitwig 2 anlegen. Ja, dazu betätigt ihr File New Project. Dann öffnet sich Bitwig in der Editierfunktion im Arranger-Fenster und ihr könnt jetzt hier die Audio-Engine aktivieren und dann erscheinen die Transport-Tools, also der Play-Button, Aufnahmefunktion und so weiter und so weiter. So wie jetzt in diesem Falle. Und ich könnte jetzt, wenn ich ein MIDI-Keyboard zum Beispiel angeschlossen hätte oder ein externes Instrument hier aufnehmen, entweder gleich in ein Audio oder eben in eine MIDI-Spur. Für den Moment möchte ich zuerst eine Drum-Datei anlegen, die mir den Rhythmus vorgibt, wo ich dann hinterher zum Beispiel die Bassline einspielen kann. Ja, wie funktioniert das? Ich kann jetzt an der Stelle gleich die Instrumentenspur hier benutzen und wähle dann zum Beispiel ein in Bitwig implementiertes Drum Machine Tool aus und das ziehe ich einfach hier rein und dann habe ich hier die noch nicht beladene Drum Machine und die muss ich jetzt mit Soundfiles bestücken. Und ich nehme beispielsweise hier eine Deep House Drum Machine. Wähle die aus, bestätige mit OK. Dann dauert es natürlich einen kleinen Moment, bis das Ganze in meine File geladen hat. Ja. Und hier habe ich nun diese Drum Machine, Kick Drum, verschiedene Snares, Percussions und so weiter und so weiter. Und jetzt könnte ich bereits die ersten Eingaben hier betätigen. Ich nehme zum Beispiel hier für die Eingabe das Pen Tool und ziehe an der Stelle über mehrere Takte hinweg eine MIDI Transportspur auf und an der Stelle, wenn ich dann doppelt draufklicke, dann habe ich hier die Möglichkeit, die einzelnen Drum Soundfiles hier anzusprechen. Und was jetzt neu in Bitwig Studio 2 eben auch ist, dass im Transport hier unten auch diese Schnellbearbeitungswerkzeuge zur Verfügung stehen. Ja, und ich kann jetzt hier mal eine Kickdrum so positionieren, wenn ich diese abspiele, das geht übrigens mit der Space-Taste, ja, habe ich gleich den ersten kleinen Kick generiert. An weiterer Position kann man jetzt zum Beispiel hier immer so einen klassischen Takt anlegen mit Snare Drum. Ja, und des Weiteren könnte ich jetzt einen MIDI-Synth aktivieren, eine VST, also ein VST-Instrument zum Beispiel. Ich verwende recht gern für solche Zwecke die internen Tools. Ich habe hier eine lange Liste an Plugins und ich möchte an der Stelle, wo ist er? Ich gehe mal hier über die Bearbeitung alle Bitwig Tools nur anzeigen. Den Polysynth suche ich hier. Und den ziehe ich dann auch hier
als neue Spur einfach mit Maustaste gedrückt hier rüber und kann dann auch wieder ein MIDI-Feld aufziehen und habe dann hier so eine Piano Roll und kann dann auch wieder über das Bearbeiten, zum Beispiel über das Pen-Tool, hier eine einfache erste Bassline hier zum Beispiel drauflegen. So, das wären so mal die ersten kleinen groben Schritte, die man in seinem Projekt unternehmen könnte. Und jetzt gefällt mir aber dieser Polysynth-Sound nicht. Und jetzt kommt eigentlich so ein bisschen ja, das Spannende an Bitwig Studio 2. Ich habe hier unheimlich gut funktionierende Eingriffsmöglichkeiten in die Soundmodulation. Und ich könnte jetzt hier auch ein Preset auswählen, also zum Beispiel einen FM-Bass. Der wird hier geladen. Ja. Und was jetzt in Bitwig 2 möglich ist, ist, dass ich hier beispielsweise, wie bereits hier zu sehen, Modulator einsetzen kann, um bestimmte Parameter zum Beispiel zu triggern, also mit einer LFO. Und das bietet mir dann Modulationsfähigkeiten, also unendlicher Natur fast schon. Ich kann jetzt hier einen, wenn ich unten auf dieses Pfeilchen mit dem Punkt vorne dran klicke, zum Beispiel hier, nur mal als Beispiel, die Tag hier ansprechen. Ja, und hier stelle ich praktisch die Sensitivität dieses Reglers ein und dieser Regler wird nun über diese LFO hier getriggert. Und ich kann jetzt die Geschwindigkeit, die Hertz erhöhen, die Rate. Ne, und was natürlich auch hier super gelungen ist, ist die Visualisierung für das Tool. Und ich sehe natürlich hier auch, dass ja, hier in der Modulation tatsächlich es einen Effekt hat. Jetzt gehe ich mal wieder raus. Jetzt ist die Bearbeitung so gesetzt und jetzt. Hört man natürlich auch die Veränderung der Attack, die dann hier dynamisch eben geregelt wird über diese LFO. Des Weiteren kann ich wie gewohnt entweder davor oder danach verschiedene weitere Effekte drauflegen und ich habe hier auch neue Effekte, einen sehr gut funktionierenden Delay, gut funktionierende Reverb-Effekte, Kompressionen. Und so weiter und so weiter. Und jetzt möchte ich für diesen Bass zum Beispiel einen Chorus haben. Und schaut euch mal diesen Chorus an. Der ist auch gut visualisiert, recht modern und leicht zu bedienen. Ich habe hier relativ gut erreichbare Knöpfe und verschiedene Modulationsmöglichkeiten. Ja, das lässt ein jedes Producer-Herz etwas höher schlagen. Gut, das waren jetzt mal so die ersten Steps, wo ihr selber mit Bitwig Studio kleine Projekte anfangen könnt und es folgen dann weitere Demo-Videos.